Ja, heute machen wir ein Frühstücksbrötchen. Schnell, lecker. Vorbereitung ein paar Minuten. Dazu brauchen wir ein Ei, 15 Gramm geschmolzene Hatte. Butter, ein halbes Teelöffel Backpulver und 30 Gramm Mandelmehl. So, jetzt geht's los. Und das Mandelmehl. Mandelmehl, ich habe hier 30 Gramm, aber wir werden gucken, wie das Teig aussieht. Vielleicht brauchen wir mehr, vielleicht ein bisschen weniger, weil jedes Mehl braucht seine Flüssigkeit. So, und hier dieser Backpulver dazu. So, und jetzt verrühren wir alles schön. So sieht das Teig aus. So. Und jetzt haben wir ich habe so eine Schüssel genommen und die habe ich eingefettet. Ich habe Olivenöl, aber so ein neutrales Öl muss man. So, und jetzt jetzt habe ich ein bisschen Wasser genommen und so ein bisschen streichen das Teig, dass ein bisschen hier alles so gerade ist. So sieht der Teig aus. Und jetzt machen wir oben drauf noch ein paar Körner. Ich habe hier so eine Mischung von verschiedenen Körnern und die machen wir hier oben so drauf. Gehen wir zum Backofen für 20 Minuten, 180 Grad. Ist unser Brötchen fertig. Jetzt holen wir das raus. Jetzt müssen wir abkühlen lassen und dann können wir das schneiden. Lecker. Guten Appetit.